Unverteilt. Ich habe das Beweisbild noch irgendwo. Ich auch. Sepp hat es auch vielleicht noch. Bitte verschütt nix. Hallo, ich habe ein paar Monate lang gekellnert. Ich weiß, wie man Wasser einschüttet. Ich wollte es nicht so voll haben. Du. Aber du willst trinken, also trink. Ah. Ja, wenn man richtig Durst hat, ist das wie, als würde man an so Gottes Quelle sitzen. Ach so. Erhöht. Da schreibt Civilization 6 hat es geschafft für ein paar Sekunden. Das lassen wir höchstens bisher. Uiuiui. 84%. Verkaufen. Nicht schlecht. Ich will nichts verkaufen. Dann verkauf halt nichts. Das kann ich verkaufen. Danke. Ja, und dann diese Civilization 6. Oh. Ich habe gar nicht so noch nie einen Teil davon geschrieben. Ich auch nicht, aber ich habe jetzt irgendwie. Aber alle sagen, das soll gut sein. Und Sepp schwemmt auch so davon. Und ich bin so, ja. Ich habe mal in einem Humble Bundle sau viele bekommen. Aber auch noch keins davon gespielt. Mhm. Weißt du, was das Problem daran ist, wenn man klein ist? Sind die Sachen in Essen dir zu lang, aber du bräuchtest von deinen Ausbuchtungen im Körper, bräuchtest du eigentlich größere Sachen. Das war also das Lulas. Ich fand's jetzt nicht so beeindruckend. Arr. Na, komm mal runter von deinem hohen Dampfrost. Wir helfen ihnen gegen diese Quetscher und gehen selbst nicht leer aus. Ist ja gut, ich meine ja nur, dass ich so viel über die Kolonie und diesen neuen mal kluge Bartenderin gehört habe. Was sagt der Russe? Ein paar starke Arme helfen uns sehr auf dem Schiff. Kapitän, wollen Sie Werkstatt sein? Iwanski hilft gerne später. Schön aufbauen, Druck, Hydraulik machen, stark. Ja, gut für zerquetschen, große Schrotter. Kann ich dich irgendwas befehligen? Sie müssen pumpen, Hydrauliken, Kapitän. Okay, was sagt der Typ? Der Wanky? Nee. Ich habe ein bisschen über die Vergangenheit nachgedacht. Wanky. Was, wenn wir gemacht hätten, was die Royalisten damals von uns verlangt haben? Einfach den Befehl befolgt hätten? Das klingt nicht nach Ihnen, Kapitän. Hey, Captain, wenn wir die Lieferung einfach durchgeführt und unsere Nasen nicht in Dinge gesteckt hätten, die uns nichts angehen, dann wären wir jetzt keine Gesetzlosen, aber diese armen Steambots wären in die Arbeitslager gekommen. Du hast recht, Wonky, wie immer. Aber wenn wir nie rausbekommen hätten, dass wir Gefangene transportieren sollten. Es war die richtige Entscheidung, Captain. Ich hätte nicht so lange unter ihnen gedient, wenn sie ihnen nicht geholfen hätten. Das beweist nur, dass keine gute Tat ungestraft bleibt. Okay. Sepp schreibt, eine Runde macht, also das macht mega Spaß, aber eine Runde dauert echt lang. Ja, das ist... Wie lange dauert denn so eine Runde? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bei Age of Empires das bei uns auch immer so, wenn Sepp und ich spielen, wir brauchen irgendwie so 2-3 Stunden für eine Runde auf leicht. Okay. Ah, haben wir das nicht mal zusammengespielt irgendwie als... LAN-Party? Oder? Ja, das haben wir mal als LAN-Party zusammen. Ja, das hat auch mega lang gedauert, stimmt. Das war cool. Das war richtig cool. Warum haben wir das eigentlich nicht mehr gemacht? Weil wir dann irgendwann weggezogen sind. Ach, ja. Und es umständlich war, weil wir dafür irgendwie 4 Rechner insgesamt gebraucht hatten und... Ich verstehe. Und vor allem möchte ich ja eigentlich immer wieder online mit euch allen zocken, aber entweder will irgendwer nicht oder jemand hat keine Zeit. Nein, mache keine Vorwürfe. Bitte? Mach hier keine Vorwürfe. Ja, ich meine nur. Ist halt so. Oh, ey. Ich bin so ausgedürrt gerade. So, ich möchte das hier noch probieren. Herausforderungsmission.
Probieren wir mal den Ruski. Plopper Standard. Eigenbeschuss, nein, das möchte ich nicht. Such dir was anderes. Alter. Nein, ohne Eigenbeschuss bitte, danke. Und Start. Start. Hinweis. Dein Rufsternchen ist der Schlüssel zu neuen Bereichen, Gegenständen und Crewmitgliedern. Dankeschön, ich habe das schon verstanden. Mach mal auf, Piper. Alter! Wie das hier überhaupt voll ist. Na, fuck, ich wollte eigentlich stehen bleiben. Geh du auch mal runter? Ich möchte nämlich wissen, was. Ich möchte erstmal, dass die Gegner ein bisschen Action machen, mhm, bevor ich eventuell in eine Falle laufe. So mache ich das oft auch in Fire Emblem. Mhm. Und solchen Spielen, dass ich immer die Gegner so ein bisschen gewähren lasse, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, um einfach die in die Falle zu locken, mhm, und nicht selbst in eine Falle gelockt zu werden. Das ist eine sehr interessante. Strategie. Ja. Ja. So, jetzt kommen die mir alle entgegen sozusagen oder gehen runter. Genau, die gehen runter und dann ist gut. Alter, schießt er mir voll in die Fresse aus 2 Metern Entfernung. Was ist das für ein Wichser? Bam! Nimm das. So, du Typ, du kannst dahin. Alter, voll gut weggemacht. Okay, hier in den Rooms sind erstmal keine Gegner mehr. Iwanski kann den holen. By the way, nur mal so als kleine Ankündigung, werden wir die Gruppe zuspammen mit Bildern am Samstag? Ich denke schon. Uff, weiß ich nicht. Doch, machen wir. Also ich nicht. Ich mach das. Ich zieh das Hammerrad durch. Mir ist ich ruhig blocken. Mir ist das Internet und der Handy-Akku dafür zu. Ich hab 4 GB. Ja und? Ja. Es gibt keine Hindernisse für mich. Oha, voll der Red Room hier. Nee, nicht über. So. Du gehst dahin. Ja, nee, wir wollen hier nicht so die Granaten. Wie geht es denn gerade zur Zeit? Wie immer, mir geht's gut. Wieso fragst du mich immer, wie es mir geht am Tag? Ja, ich möchte das halt wissen, weil ich sehr besorgt um dich bin. Ah ja, klar. Ja. Wieso glaube ich dir nicht? Weiß ich nicht, warum du mir nicht glaubst. Ich finde das nicht gut. Und das Spiel gefällt dir, ja? Ja, das ist super. Das ist schon ruhig. Das ist gut. Können wir mal direkt dahin und schießen ihn einfach in die Fresse. Oh, das geht nicht. Oh, okay, dann war das nicht so geplant. Bam! Alter, Junge, der ist so stark, der Ruski. Ich liebe den Iwanski. Nice, nice. Haben. Sepp schreibt, macht nichts und schreibt wenigstens mal jemand anderes als ich rein. Jo, mir passiert halt irgendwie nie so was Spannendes. Ich weiß nie, was ich groß schreiben soll. Hm. Und wenn ich was schreibe, fühlt es sich immer so an, als würde ich euch alle nerven. So, weiter geht's.
Wasser, also Geld. Ich überlege gerade, ob ich durchmachen soll. Weil ganz ehrlich, bis ich auch nicht muss, ist nur noch 6 Stunden. Hältst du es für eine gute Idee? Alter, Goldbarren? Das ist eine solide Wasserlage, was wir gerne schon lernen. Ja, verkaufe Goldbarren, ist doch schön. Okay, weiter. Oha, der Wanski hat fast Level abbekommen. Ich bin da jetzt nicht so in dem Spiel wie du, weil irgendwie. Das sieht zwar ganz cool aus, so von der Machart her, aber es reizt mich irgendwie nicht so. Ich gucke mir das an und denke mir so, ja, selber spielen muss ich das jetzt nicht. Das dachte ich mir früher auch, aber dann habe ich das bei Humble gesagt, dachte ich mir, ach, komm, holst du das mit im Bundle und dann habe ich das ausprobiert, das ist cool. Ja, ich sage ja nicht, dass das scheiße ist. Ich sage nur, es wäre nichts für mich. Gut. Dann ist das halt so. Bei mir ist auch nichts Spannendes, ab und zu Technik-Spam, aber sonst, jo. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Technik-Spam ist immer noch interessanter als so belangloses. Sie ist stark aus, Iwanski. Bin froh zu sein an Bord von gutem Schiff. Kapitän, gute Wäsche, deine Teile bleiben in Form sehr wichtig. Iwanski schon ist stärkster, aber muss arbeiten, damit so bleibt. Was ich eins nicht verstehe. Ja. Wieso wird dieser, ich sag jetzt mal, russische Roboter, in Anführungszeichen, ja, dumm dargestellt, indem er von sich selbst in der dritten Person redet? Weiß ich nicht. Das missfällt mir gerade. Solltest du mich nicht fragen, sondern die machen. Nichts für ungut, Captain. Aber manchmal fehlt mir das mehr. Ich war auf allen dreien unterwegs. Ich habe sie selber leider nie gesehen, ich kenne nur die Geschichte. Was für ein Anblick. Stellen Sie sich den Sonnenuntergang über der glitzernden Oberfläche auf einem der großen Weltenbrocken im Kern vor. Schade, dass die verflixten Royalisten jede Galone davon kontrollieren. Ach, da hinten ist Obs. Also für mich sieht er aus wie so ein Obs, deswegen. Valentine. Sie sind bereit für ein großes Wagnis in den Tiefen des Alls, Mr. Butterbolt? Nun, Captain, das Altenheim war nichts für mich. Briefmarken sammeln ist das langweiligste Hobby aller Zeiten. Es fühlt sich zu sehr nach Arbeit an. Ich bin viel lieber auf dem Schießstand. Ein nützliches Hobby ist eine feine Sache. Okay, was gibt's hier noch? Alter, was hast du denn da auseinandergebaut? Oha, guck dir mal das Bild an. Das ist auch das Mainboard, oder? Ja, so. Ja. Das ist der komplette PC-Inhalt. Ja, prinzipiell. Wow. Ja gut, das wird nicht in das Gehäuse reinpassen, würde ich mal sagen. So, gehen wir mal kurz zu Guts Bar. Kann ich irgendwie was verkaufen oder so? Boah, sorry, ich wusste nicht, dass du dein Handy auf Vibration hast. Als ob du es nicht mitbekommen hast. Hä, nein! Ja. Okay, ich kann da, wie es aussieht, auch nichts verkaufen. Aber ich kann. Ah, oh, warte, ich kann Inventarplätze kaufen. Geil. Ich kann Geld investieren dafür, dass ich mehr Zeug mitnehmen kann. Das finde ich gut. Das kostet mich nur 500. Ja, wieso nicht? Ah. Ja, okay, das waren nur zwei Dinge, die ich kaufen. Okay, alles klar. Und zurück ins Mutterschiff. Und dann würde ich sagen, was für heute erstmal mit SteamWorld heißt. Oh, wohin, man? Und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem anderen Spiel. Vermutlich Shantae. Shantae klingt gut. Ja, und The Risky Revenge oder sowas. Und ja, und dann geht's weiter. Wir machen dafür eine ganz kurze Unterbrechung hier. Und so, damit wir das sauber übertragen können, so ein Bullshit halt, ne? Ja. Okay, Leute, viel Spaß noch beim restlichen Stream. Bis dahin, Leute. Ciao. Ey, es geht immer noch weiter. Verdammt. Wieso hat das Shortcut nicht? Das war peinlich. Okay, jetzt sind wir weg. Tschüss.